bin vor 5 Minuten gekommen und mache die Pyrotechnik. Nein, ich bin seit 1993 dabei, schon von Anfang an. Und ich bin der Verantwortliche für Knall, Peng, Puff, Feuerwerk. Alles, was raucht und zischt und nicht mehr geht, dann war es wohl ich, der Fred. Spektakel auf einer der größten Freilichtbühnen Europas, die Störtebeker Festspiele 2023 in Ralswiek auf Rügen. Und auch in dieser Spielsaison, lieber Jonas, wird dem Zuschauer einiges geboten. Richtig. Gotland unter Feuer heißt in dieser Saison das Stück und es verspricht sehr viel Action, Pyrotechnik, wie der Name schon sagt, und natürlich auch Knalleffekte, Überraschungsmomente. Über 150 Mitwirkende, 30 Pferde, wilde Reiter, 4 Schiffe, du hast es gerade gesagt, Pyrotechnik, Stunts und. Also einiges los wieder auf der Freilichtbühne und wir haben auf jeden Fall für euch jetzt einige Ausschnitte aus dem Stück. Richtig, wir durften aber auch mit den Schauspielern der Pyrotechnik und ein paar Kleindarstellern sprechen. Wie viele Tonnen werden hier pro Abend oder Kilogramm werden hier pro Abend in die Luft gesprengt? Ach, das ist nicht viel. Wir haben, glaube ich, wenn ich mal umrechne, dieses Jahr vielleicht 1,5 Kilo Schwarzpulver, was verdonnert wird, und Blitzpulver, Knalleffekte, Rauch. Rauch haben wir sehr viel dieses Jahr, aber die Literzahl ist nicht, kann ich nicht so ansagen. Ist einfach zu viel. Ehre, im Ehre, wahre Worte, meine Freunde. Aber ihr habt euch tapfer geschlagen, aber mein Schwert war es, dass im Fuß wieder vereint. Ihr hebt gefühlig, aber die ein oder andere Schuld leider nie wirklich werden. Schon gut. Einfaches Mädchen, hier habt ihr, und dass mir keine Klagen kommen, das muss reichen. Hört dich um selbst, bleibt das Stadtbier alles mit. Der Herzog hat geladen. Ich bin aber dennoch euer Fürst. Seitdem wir gejagt werden und Mecklenburg uns die Hilfe verweigert, seid ihr nicht mehr unser Fürst. Wir haben Mecklenburg stets treu gehalten, doch ihr habt uns fallen lassen. So bringt der Klaus. Ihr habt aber dennoch für uns gekämpft. War auf der Seite Mecklenburgs, auf der meinigen. Welche Wahl hatten wir denn? Sture oder euch? Dann nehmen wir doch das kleine Rübe. Er hat mich ganz unrecht. Königin Margarete duldet unser Eins nicht. Da hab ich auf dem Schlachtfeld aber etwas anderes gesehen. Viele von euren Liegegegnern haben auf der Seite von Sven Sture gekämpft. Darüber solltet ihr euch Gedanken machen. Königin Margarete darf nicht siegen. Stockholm ist nicht leicht einzusehen. Ihr wisst das und deshalb seid ihr mein Mann. Und die Rolle in dem Stück bedeutet alles. Ohne diese Rolle würde es das Stück nicht geben. Es ist der Heldenepos um den berühmt-berüchtigten Piratenkapitän Klaus Störtebeker, der den Armen gibt und von den Reichen nimmt. Quasi der deutsche Robin Hood, wenn man so möchte. Und in diesem Jahr sieht man das sehr stark. Es geht ja um eine Belagerung und eine Stadt, die in eine Hungerkrise verfällt. Und Störtebeker und seine Piraten kümmern sich darum, dass die Armen quasi ernährt werden, obwohl sonst nur die Reichen sich das, sage ich mal, das Geld und die Nahrung einheimsen. Und hat auch 1-2 Stressmomente mit dem bösen Sven Sture. Es gibt natürlich den berühmt-berüchtigten Endkampf. Und dieses Jahr ist dann doch mehr Heldensaga drin, sage ich mal. 90% aller Rollen waren immer der Bösewicht und der den Endkampf macht. Also ich glaube, keiner hat so oft gekämpft wie ich hier auf dieser Bühne. Und dieses Jahr ist wieder so, Sven Sture ist der Bösewicht, der Gegner von Störtebeker, der zum Schluss kämpft und diesmal nicht stirbt. Also ich komme in Ketten auf die Bühne und gehe in Ketten wieder ab. Ich präsentiere Sven Sture. Ich hab ihn raus, der interessiert mich gerade nicht. Dieser Anblick erfreut mich! Der stolze Hauptmann der schwarzen Margarete. Ihr habt es mir nicht leicht gemacht,
Sven du. Aber der Bessere hat gesiegt. Verfahrt mit mir, wie es euch beliebt. Ihr werdet mir den Lebenseid leisten. Ihr trittet in meine Dienste. Das könnt ihr nicht von mir verlangen. Ehrlich ist es weise, den Feind in sein Haus zu holen. Ihr solltet auf die Worte dieser Männer hören. Sie ist eine historische Figur, das heißt keine ausgedachte. Sie heißt Sophie von Pommern-Wolgast und spielt tatsächlich eine sehr große Rolle in diesem Stück. Aber welche wollen wir hier nicht verraten? Wir wollen also nicht spoilern. Genau. Macht es denn als Schauspielerin mehr Spaß, so eine historisch belegte Person zu spielen oder lieber so eine fiktive Person? Ach, unterm Strich und am Ende ist es eigentlich egal. Also Hauptsache es macht Spaß und man hat eine gute Rolle und dann kommt der Rest von selbst und dann ist auch egal. Also Rollen spiele ich Erich von Mecklenburg, ja, das ist der Herzog von Mecklenburg, das ist quasi der künftige König von Mecklenburg. Und als zweite Rolle Johann von Pfirth, der gehört zu den Kreuzrittern, also zum Deutschen Orden, die ja auf der Marienburg im heutigen Polen stationiert sind. Die Bedeutung... Naja, Erich versucht quasi durch den Krieg gegen Margarete, wo er auch mit seinem Vater gefangen genommen worden war, da ist er wieder frei, aber er nimmt diese Schmach nicht hin und will halt Gotland, das war vorher mecklenburgisch, und er will es für Mecklenburg zurückerobern. So, schafft er auch. Und dann... Man weiß bis heute nicht, woran er gestorben ist. Also er verstirbt relativ schnell. Ich bin seit 2014 hier Kleindarsteller. Ja, warum? Es war schon immer ein Traum. Als kleiner Junge war ich hier. 2006 habe ich das erste Mal hier live die Störtebeker Festspiele gesehen und war so beeindruckt. Da habe ich noch nicht mal hier gewohnt und habe schon gesagt, irgendwann wirst du auf dieser Bühne stehen. War es bei dir auch fast so wie bei Basti, zuerst angeschaut und dann im Sommer nichts zu tun gehabt und jetzt hier mit dabei, oder gibt es eine andere Geschichte? Ja, so ähnlich. Mein Vater hatte damals hier auch mit angefangen gehabt, jahrelang mitgemacht. Dadurch konnte ich mir auch öfters das immer angucken und dann wollte ich direkt mitmachen, für meinen Vater auch weitermachen und dann, ja, also es ist halt familientechnisch halt weitergeführt einfach. Ich bin seit 2011 Kleindarsteller hier auf der Bühne und habe Störtebeker 2006 kennengelernt, weil wir erst 2004 auf die Bühne hierher gekommen sind. Und davor kannte ich das gar nicht. Und als ich es das erste Mal gesehen habe, war ich total begeistert gewesen. Und irgendwann mal ist man, weil man hier wohnt, kommt man in Berührung damit und rutscht dann auch so rein und wird Kleindarsteller. Ihr seid verheiratet? Selbstverständlich. Ihr etwa nicht? Ah, ich vergaß. Ihr seid nur mit den tosenden Wogen der See verwegt. Ihr irrt. War damit endgültig zerstört. Ja, ich spiele dieses Jahr auch wieder hier mit bei den Störtebeker Festspielen und in diesem Jahr sogar in einer Doppelrolle. Nämlich als erstes spiele ich die Wirtin Runa und ich spiele außerdem die Königin Margarete von Dänemark. Welche Bedeutung haben denn die Rollen in dem Stück? Starke Frauen. Geht gar nicht anders. Also wenn ich die spielen muss, dann geht das gar nicht anders. Also beide Rollen sind starke Persönlichkeiten. Genau. Genau, ja. Und ja, da ist es dann ja spannend für einen selber zu finden, wie mache ich denn die eine starke und wie mache ich denn die andere starke, so dass die sich nicht nur vom Kostüm her unterscheiden, sondern auch ein bisschen vom Spiel her. Und das war sehr interessant dieses Jahr. Hat Spaß gemacht. Ja, der Sigi ist, den spiele ich erst, glaube ich, schon die vierte Saison und er ist sozusagen die Nummer 3 der Piraten, könnte man das erstmal so ganz grob sagen. Also Störtebeker, Gödicke Michels, dann kommt Sigi. Und ja, ich hatte ja die ganzen Jahre zusammen mit Zack gespielt und dieses Jahr bin ich sozusagen alleine. Und ja, als dritter Pirat gibt es eine gewisse, also mit einigermaßen Ernsthaftigkeit, kommt natürlich auch ein paar Slapstick-Nummern, werden dann auch noch dabei sein. Wir haben endlich Frieden. Es geschehen noch Zeiten und Wunder. Auf das es so bleibt! Auf das es so bleibt! Klaus? Ja. Klaus, schau mal! Ist das nicht klar? Ha? Du hast recht. Du kannst mich vertrauen.
Bringst du Kunde aus Marienhafen? Wie geht es meiner Liebsten? Oh. Isa, komm ran! Hier wird ein jeder satt. So eine kleine Ratte nagt doch kaum in eurem Beute. Schmackhafte Ratten, die kann das Denken des Schiffs nicht mehr verlassen. Und dieses Jahr bin ich einer der Guten. Aber ich habe 4 verschiedene Rollen, aber die sind alle recht sympathisch. Welche Bedeutung haben denn die Rollen in dem Stück, die du spielst? Am Anfang, die Wache ist eher so handlungsbeschreibend, also so was außerhalb der Stadt passiert. Und die anderen sind eher kleine Gimmicks. Und meine größere Rolle am Ende, Johann, das ist eigentlich der Vernunftträger, auch Sympathieträger und Vernunftträger, der eigentlich den Laden retten möchte, aber es Laden nicht schafft. Welche Rolle macht denn am meisten Spaß zu spielen? Der Johann, weil ich da betrunken auf die Kacke hauen kann, wie sonst gar nicht. Und auch der Rattenfänger, der ist auch sehr schön, ganz ekelhaft und ein bisschen krank, verkrüppelt ein bisschen. So. Das macht Spaß. Also kann man auch als gute Rolle vollkommen aus sich rauskommen und voll Gas geben? Kann man auch. Auch wenn die Bösen mir immer noch ein bisschen mehr Spaß machen. Der verträgt ja wohl viel zu wenig. Darauf trinke ich. Sophie von Mecklenburg, bittet den Mördern einen Hafen. Die Wölfe lauern auf See und ihr lasst eure Händler an ihnen vorbeisegeln und sie auflauern wie dumme Lämmer und wundert euch, dass sie gerissen werden. Diese Rolle ist die höchste, die man haben kann bei den deutschen Orden. Er ist der Ordensmeister, der deutschen Ordensritter. Und in diesem Stück ist er das Gegengewicht zu den Piraten und zu der Königin von Dänemark. Wie fühlt es sich denn so als Schauspieler an, so eine wichtige Rolle, die ja auch historisch belegt ist, zu spielen? Ja, das ist eine schöne Frage, aber das ist immer das Gleiche. Weil jede Rolle ist unheimlich wichtig und fühlt sich gut an, weil du musst sie in dir suchen. Und wenn du es schaffst, etwas in dir zu finden, was dementsprechend gebraucht werden kann für diese Rolle, dann passt es zusammen und insofern macht es großen Spaß und ist traumhaft, ja. Eine offensichtliche Missachtung meiner Person! Mecklenburg hat es zu satt getan. Warum sollte ich von Mecklenburg attackiert werden? Dafür Sorge tragen, dass ihre ehemaligen Kettenhunde wieder an die Leine genommen werden. Warum sollte ich mich aufraffen und die Baltische See befreien? Gotland gehört unbestritten mir und wird an mich zurückgegeben werden. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Wir bringen euch das zurück, was das eure ist. Wir werden sehen. Kommt, folgt. Wir haben zu tun, aber vorher, lasst uns bringen. Ich bin Annette, ich komme von der Insel Rügen, allerdings erst seit 2 Jahren hergezogen. Und ich mache eine Bürgerin, eine Marktfrau und eine Adlige. Also du machst verschiedene Rollen, wir hatten uns ja gerade schon im Vorgespräch unterhalten, du machst verschiedene Rollen, heißt also, du musst dich dann während der Veranstaltung mehrfach umziehen? Ja, nicht komplett, das blaue Kleid behalte ich an, das nehme ich nachher nach der Vorstellung auch mit. Ich wohne eigentlich in Heidelberg, bin jetzt nur für den Sommer hier tatsächlich in Ralswiek direkt, wohne direkt hier an der Bühne zum Glück, im Ferienhaus von meinen Eltern. Ich bin eine Zofe der Herzogin, das heißt, ich bin eigentlich immer auf der Bühne, sobald die Herzogin irgendwie da ist und schaue, dass bei ihr alles funktioniert, dass das Kostüm passt und genau. Ja. Also du bist auch irgendwie noch so ein bisschen die linke Hand von der Zofe, von der Herzogin. Wenn man so sagen mag, ja. Also jetzt nicht, was irgendwelche politischen Entscheidungen oder so angeht, aber zumindest, was das Kostüm angeht, achte ich da auch immer drauf, dass das alles funktioniert. Wohl wahr, Sophie, wohl wahr. Was macht ihr euch lustig über mich? Das ist nicht zum Lachen. Und wieder habt ihr recht, Sophie. Ihr seid ein Tod, den ihr Schicke dieser Insel anvertraut. Ihr habt diese Mörder in die Stadt geholt. Ihr ruiniert uns. Ich bin die Herrscherin dieser Insel. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Derweil, eine Suppe ist fertig hier. Ihr könnt die Glocken läuten. Ruft sie herbei, die Bedürftigen. Und heizen ein Feuer an, damit sie sich aufwärmen können. Die Kälte hält Einzug. Ich sag's euch, Freunde. Thank you.
Also Gödicke Michels ist auch wie Klaus ein Piratenhauptmann zur See. Und in diesem Jahr unterstützt er die Likidela beim Kämpfen und bei diesem grandiosen Abenteuer. Also ein Kämpe, ein Freund, ein wichtiger Freund auch für Klaus, also Kollege und Freund sozusagen. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Auch wenn ihr der Stadt und dem Volk erheblichen Schaden zugefügt habt, so sind wir dennoch froh, dass ihr diese Schreckensherrschaft ein Ende bereitet habt. Die Menschen Goklas brauchen Frieden. Gläserner Klaus, wie komm ich raus? Gläserner Klaus, wann war ich? Wolfgang Lippert ist Balladensänger hier bei den Störtebeker Festspielen. Lippi, seit vielen, vielen Jahren, seit wann eigentlich? Seit 2000, mit einem Jahr Pause und dann 2 Jahren Zwangspause durch Corona. Also insgesamt 20 Jahre. 23 Jahre und 20 gesungen. Eine Menge, ne? Auf jeden Fall. Jetzt 2023 für dich trotzdem immer noch was Besonderes, hier Abend für Abend auf der Bühne zu stehen, live bei all dem Wetter und bei all den Zuschauern? Ja, na klar, es bleibt, dieser Zauber bleibt, den diese Bühne hat, die Tatsache, dass es live ist und dass ja eben mehrere tausend Menschen immer hier sitzen und das alles, so diesen ganzen Reigen so miterleben, das hat nach wie vor seinen Reiz, auch für uns auf der Bühne natürlich, die zuschauen ebenfalls. Ja. Ist so, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Ja, auch in dieser Spielsaison wird dem Zuschauer wieder einiges geboten. Jonas, wir haben es uns jetzt auch anschauen können. Wie hat es dir gefallen? Also ich muss sagen, es hat mir wie jedes Jahr gut gefallen. Das Einzige, was ich anmerken möchte, kritisieren möchte, ist, dass es in der ersten Hälfte hat mir in gewisser Weise diese Spannung gefehlt. Es war nicht so viel los. Es hat mich nicht so gefesselt in der ersten Hälfte. Aber dafür war die zweite Hälfte umso spannender. Aber man muss natürlich sagen, auch für Sie oder für euch, liebe Zuschauer zu Hause, wenn ihr einmal hier auf Rügen seid, man kann es sich anschauen, man sollte es sich anschauen und du ja als unser Störtebeker-Kenner, du wirst es bestimmt auch dieses Jahr noch einige Male besuchen, oder? Natürlich, mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal. So, das ist also diese Spielsaison und nächstes Jahr, was steht da eigentlich an? Da geht's doch direkt weiter. Ja, nächstes Jahr endet der Zyklus um Klaus Störtebeker. Nächstes Jahr wird er hingerichtet. Da heißt das Stück Hamburg 1401. Aber wir befinden uns ja aktuell noch mitten in der Spielsaison. Das heißt, wenn ihr, liebe Zuschauer, euch dazu entscheidet oder entschieden habt, dass ihr das Stück nochmal anschauen wollt, bis zum 9. September wird hier gespielt, jeweils Montag bis Samstag um 20 Uhr. So sieht's aus. Jetzt sagen wir aber erstmal Danke fürs Zuschauen an euch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem gerne einen Daumen nach oben und kommentiert auch gerne mal, ja, wie, ob ihr schon mal bei den Störtebeker Festspielen wart und ob euch dieses Stück dieses Jahr gefallen hat. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt auf unserem Account, dann geht das ganz einfach. Dann macht nämlich einfach mal einen Klick auf die Glocke und abonniert uns und dann verpasst ihr auch definitiv keine weiteren Videos. So, Jonas. Jetzt müssen wir Tschüss sagen hier vom wunderbaren Strand in Binz. Und zwar bis bald. Bis bald. Tschüss. Also ich finde es schon super, aber ich dachte eben, das kommt ein bisschen mehr ums rüber. Weil von den Medien her war immer, ja, es wird so ein bisschen anders, ein bisschen verknallt. Und es fehlt mir doch momentan ein bisschen. Aber trotzdem immer begeistert. Wie immer sehr gut. Es ist heute etwas, ich sag mal, lockerer, lustiger. Ich finde es, wie gesagt, wie jedes Jahr eigentlich sowieso gut. Sonst würde ich ja nicht herfahren. Wir sind fasziniert, also ich zumindest. Das erste Mal dabei gewesen? Nein, das 6. Mal. Ja, war super, war wirklich schön. Hat allen Spaß gemacht, ich glaube auch unseren Kindern. Ja, war schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Wir waren schon öfter hier, jedes Jahr, eigentlich die letzten 3-4 Jahre. Und es hat immer seine Höhepunkte.